Moin Leute, was geht bei euch? Ich hoffe, es ist alles gut. Ich habe das Titelbild geändert, keine Angst, das Format bleibt dasselbe. Allerdings kam ich da drauf, weil ich jetzt meine 2K-Review erreicht habe. Hype, hype. Dass wir jetzt auf dem Weg zur 3K sind, ne? Ich bin jetzt direkt mal in einen 17er Freehold gegangen. Ich hoffe, dass ich das wegtanken kann hier. Wow. Denn mein Gear ist ja eigentlich nicht ganz schlecht. Allerdings, was soll ich sagen? Leute, ich habe noch nicht ein einziges Teil mit Leech drauf. Also mit Live Leech. Und das ist nun mal für einen Tank echt wichtig. So langsam merkt man das. Also bei 15, 16 und so alles easy, kein Problem. Boah, der ist aber krass gebolstert hier. Boah. Mehr du. Ich glaube, den kite ich mal lieber eine Runde. Bis dann lässt er sich nicht. Übel. Ob das jetzt so viel Zeit gebracht hat, der Big Pull hier. Ich glaube, das kostet mehr, als wie es gebracht hat jetzt. So krass aufzubolstern. Mit Block geht es ja einigermaßen. Aber der schießt mich fast komplett runter. Das ist scheiße. Jetzt habe ich keinen Buff-Food mehr. Naja. Wenn die das so meinen, die Hunters. Da konnte ich mich ja kaum gegen wehren, gegen diesen Pull. Ich den einfach so aufgeschossen bekommen. So, ich bleib mal hier in Heal Range. So, was habe ich jetzt gerade gesagt, Leute? Also, noch kein Life Leech. Und das ist echt wichtig. Weil ich krieg nun mal relativ gute Kellen. Teilweise. Mit Life Leech würde ich mich selber natürlich ein bisschen hochheilen. Klingt logisch. Also Ziel ist es so nahezu auf jedem Teil, was ich habe, Life Leech drauf zu bekommen. Weil ohne das ist es einfach nicht Biss. Da könnte es auch sein, dass ein Teil mit anderen Stats mit Leech schon besser ist für mich. Also geht es jetzt erstmal gar nicht hauptsächlich darum, jetzt hohe Keys zu pushen, sondern es geht generell darum, Keys zu spielen. Und jedes Item, was ich sowieso schon habe mit den guten Stats, jetzt nochmal mit Leech zu bekommen. Damit ich dann irgendwann meine 1 Milliarde gefarmten Echos, die ich noch nicht habe, die ich noch farmen muss, dafür ausgeben kann, da noch einen Sockel drauf zu machen. Und dann sind die Teile wirklich gut. So. Ich hoffe, es war verständlich für euch. Das sind so die Probleme eines Prod Warriors in der M-Plus-Szene. Aufpassen mit meiner Corruption. Nicht, dass der Heiler mit mir meckert. Das hat so viel zu tun, kriegt er mit mir. Rückhand. Muss ich von weg. Dieses blöde Schmettern kann ich mich nicht wehren. Da das Auge, da laufe ich raus. Brutale Rückhand raus. So, der ist schon wieder krass gepusht hier, der Gute. Nein, habe ich nicht geschafft. Nicht ganz schlimm. Bin auch echt wie ein Krüppel da lang gelaufen. Oh oh. Doppelt. Gemobbelt hält besser. Den kite ich jetzt einfach hierher. So. Nein. Jetzt kann ich mal schnell meinen Buff-Food soaken, ne? Schaffe ich das noch? Ja, der Healer muss sowieso Mana recken. Komm, gönn dir. Ah da. Ausdauer rauf und ab geht die Luzi. Zum Glück sind die Bosse ja diese Woche ziemlich einfach, weil wir haben keinen Tyrannical. Ich habe jetzt übrigens mal so ein bisschen lizenzfreie Musik von Pretzel Rocks hier im Hintergrund laufen.
Könnt ihr gerne mal eure Meinung zu schreiben, ob ihr es lieber mit oder ohne habt. Die Ingame-Musik ging mir nämlich langsam ein bisschen auf den Nerv, auf Dauer. Ich finde sie ja nicht schlecht, aber so ist es doch mal wieder ein bisschen abwechslungsreicher. Oh, Vogel. Der Rap hat funktioniert. Wo ist der Vogel? Nicht, dass der wieder hinter mich kommt. Doch, kommt er, aber kann ich rausdrehen. Alles easy. Krass. Damage, Leute, Damage. Mach mal eine Sturzbombe. Jo, wieso hat die mich denn getroffen da? Ahn mal, ey. Ich glaube, meine Tauren-Hitbox ist einfach zu fett. Will ich ihn jetzt mal bitte umbringen? Boah, die Bombe, die wird mich wieder treffen. Jung. So, weiter geht's im Text. Der Mob ist schon angehittet. Twilight saust vorbei. Den backpedal ich über die Brücke, den können sie dann währenddessen killen. Achtung, Rückhand geht nach vorne. Ja, spinnt der jetzt hier oder was? So, hau die Norm, ich habe genug Akku. Dann mal gucken, können wir hier jetzt rechts anfangen? Ne, die Ratte kommt. Ich ziehe erstmal die Ratte hierher. Ich hoffe, ich krieg wieder safe mit dich durchgepult. Würde er die mitnehmen? Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt. Genau. Dann runter. Ich hoffe, die fokussen ein bisschen. Ekliger Bits. Übertrieb. Ich hoffe, jetzt kommt keine Corruption von mir. Hier kann ich jetzt nämlich nicht wirklich ausweichen. Na gut, das Auge könnte ich jetzt reflekten. Und der Typ, ja gut, dann ist er halt so. Der muss ja weggeheilt werden. So, jetzt chargen wir hier rechts rein. Gönnung. Die da hinten kommen auch mit. Das ist okay. Hoffe ich. So, jetzt kommt das Auge. Jetzt müssen wir interrupten. Jetzt müssen wir Damage machen. Und dann lässt ein bisschen um die Ecke laufen. Oh, und Damage reducen vor allen Dingen. Der hat noch mehr Leben. Da versuche ich mal ein bisschen Single Target noch mit drauf zu bringen. Auch wenn es nicht viel ausmacht, so ein bisschen was fürs Gefühl alleine schon ist es besser. Das interrupten wir weg, den Scheiß. So, ready? Dann pulle ich jetzt diese Scheiße. Kommt jetzt die Prügelei und Action. So, Avatar, get ready. Cooldowns, Stun rein den Shit. Irgendwas interrupten soll ich. Stun hier den Kreis. Schurke war nämlich fast tot. Mach mal noch einen Befehlsruf. Für die Leute. Warum hat der Tank, Healer-Akku? Boah, Keeper. Boah, 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 Block. Was geht ab hier? Boah, 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 nicht sterben. Reflect, reflect. Dann. Block. Boah, knappe Kiste. Aber das Event ist damit doch eigentlich fertig gespielt. Naja, was heißt eigentlich? Es müsste fertig gespielt sein. Auf ins Rattenpack.
Da hinten sehe ich schon wieder meinen Corruption Mate. Zu dem Healermann gefallen und nehme mal zwischendurch einen Healpot rein. Schaden tut's ja nicht. Müssen wir jetzt beim Event noch irgendwas machen? Ne, der Boss ist aktiv, oder? Ja. Oh. Warum stirbt der Schurke fast? Kann man das jemand erzählen? Komm, wir nehmen den Pillar mit. Das ist der mit den Ads. Und hier schon wieder Corruption, aber im Doppelpack. Das ist nicht cool, wenn ich jetzt gleich gefeiert bin. Obwohl, wir haben zwei Hunter und einen Schurken dabei. Die können mir eigentlich alles direkt raufschießen von Akku her. So, hier würde ich ihn ganz gerne killen. Boah, mit einem blauen Kreis. Damage haben wir auf jeden Fall, glaube ich, gar nicht so schlecht dabei. Vielleicht mein erster 17er Key, den ich in Time spielen möchte. Ist das so? Ich komme auch kurz nach hier zwischendurch. Ja, ich habe alles 16. Bis jetzt ist es. Run to third boss. Haben wir nicht mehr, der stirbt doch. Egal. Oh, Stun, 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 Stun. Die Hunter drehen wieder durch hier. Reflect. Hier ist noch einer mit fast voller HP. Der schön gebolstert wird gleich. Da waren jetzt auch so viele Mobs zwischen, die gar nicht holstern. Da hat man sich schon wieder noch einen extra Boss gemacht mit diesen ganzen Verstärkungen da drauf. Solange wie der lebt. Der Schürke kann doch da jetzt, der Schürke vor allen Dingen. Komm, die machen wir auch gleich mit. Ich habe nicht verstanden, was er jetzt beim dritten Boss wollte. Das, ich kenne das so, dass er da im Stealth hinlaufen kann und eben das Event triggert schon. Aber ich weiß nicht, was ich da jetzt unbedingt soll. Boah, wurde der Healer jetzt gewone-hitted hier von dem? Wegen scheiß launisch oder was? Ist das möglich? Ja. Ist möglich. Warum ist denn der so krass gebolstert? Ach du Scheiße, ey. Der darf echt keinen Hit durchkriegen. Sonst kippe ich um. Seht ihr das? Den kann ich ja noch reflecken. Den kann ich kicken. Jetzt kann ich nochmal stunnen. Dann sieht das schon wieder anders aus. Vielseitigkeit habe ich noch. So Leute, kommt. Gehen die jetzt auf oder nicht? Na ja, Red. So, Mana reicht. Ich gehe da jetzt rein. Ausflitten ist da nicht weg. Und dann kommt gleich der absolute Hate-Boss. Von mir.
Das ist, glaube ich, auch wieder die Kombo mit dem blöden Wirbel. Bleib stehen, ich hab's viel. Bis dann. So, Mana passt. So. Nein. Oh, boah. Corruption kam. Geh mal ins Grüne. Okay, jetzt macht sie einen Scheiß. Wo fängt sie an? Okay, das passt, das passt, das passt. Wow, Auge. Komm mit. Weg von dem Wirbelscheiß. So, das war Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Kastet erstmal hier einen Schnitterstrudel. Ich weiß ja, wofür die meisten wahrscheinlich den Sturmblitz mitnehmen, für diese blöde Corruption. Wenn man die wegstunnen kann, würde Sinn machen manchmal, glaube ich. Obwohl, die anderen haben so viel Vielseitigkeit, ich kann mir gar nicht vorstellen, das macht ja bei mir schon wenig Schaden. Das wird ja bei denen nicht noch mehr sein, oder? So, let's go. Komm, bevor der Dicke da ist, müssen wir die down machen. Er hat es immerhin schon mal abgelenkt, der Schurke. Das finde ich schon mal sehr gut. Und er ist auch auf dem Weg zum Aktivieren. Sehr löblich. So, wenn die beiden jetzt hier down sind, dann hole ich den Dicken hier rüber. Den da. Hol ihn uns dann? Ja, auch uns dann. Erreicht. Twilight pumpt, sehr gut. Wie viel Zeit haben wir noch? Viertelstunde ungefähr. Der zweite Boss dauert halt ewig. Ich hab keinen Stun. Jetzt. Komm her, Diggi. Komm. Muss ich mal kurz gucken. Okay. Spinne wird beim Endboss gespielt. Wie immer eigentlich, ne? Brauchen wir dann noch einen Trash? Den Dicken hätten wir gar nicht gebraucht. Egal. Über die Brücke rüber. Pillar freimachen. Und dann machen wir eigentlich den Trash auch schon fast fertig. Dann gucken von der Arena. Oh, hier mein Auge ist da. Das sehe ich auch durch die Karte. Die hier noch. So. Das ist gefährlich. Die muss ich ein bisschen wegziehen. Die musste nämlich aufpassen mit Twilight. Boah, ich Idiot. Da unten war nämlich mein Twilight und da läuft der Pat. Und Twilight pullt die gerne mal, wenn die da gerade rumlaufen und die Twilight abfliegt. Ne? Twilight ist einfach nicht nur geil. Kann auch schon mal einen Fail verursachen. So, jetzt war es gerade geil. Da kam die Putt. Den Dicken wollen wir jetzt aber noch nicht dabei haben. Den kommen, gehen wir ein bisschen auf Range. Taurenstun da rein. So. Oh, jetzt habe ich meine Shockwave gewastet. Einfach so im Affekt. Muss die Mob so umdrehen wegen diesem blöden Frostschlag. Sonst hasst mich der Droide bald. Ausflippen, kann ich nichts dann. Muss ich weg.
So, der Dicke ist da. Geht ihr jetzt Target hier oder was? Jetzt habe ich ihn. Wunderschütterung. Weg da. Charge. Und Mastery. Weil der ist ja viel größer als ich. Was sind das da noch? Sind das noch Gruppen? Nee. Band ist ja getriggert, ne? Komm, Roller, Diggi. Fang das Schwein. Haben wir jetzt noch Zeit, bevor der Dicke kommt? Dann kommen wir in die Gruppe ziehen hier. Blitze nach 152 Sekunden gefangen. Das war der längste Try ever, oder was? Kann mir das mal einer interrupten, da das Viech? Alles muss man hier selber machen. So, jetzt lohnt sich noch eine Avatar-Zündung. Ausflippen. Ich hab nichts. Doch, hier, tauch uns dran. For life. Den Dicken lassen wir diesmal ausnahmsweise stehen. Der Boss ist ja auch schon da. Boah, hier ist wieder Frostschlag. Wegdrehen. Bin überfordert. So, willst du raggen? Nee. Hunter schießt mir schon zu. Okay. Ja, Druide ist da auch nicht so findlich. Dim, dim, dim. Ich hab jetzt. Heute habe ich mal 3 Keys mit dem Armspec gespielt. Die ersten 3 Dungeons generell in 8.3 als DD und generell auch die ersten Dungeons mit meinem Arm-Spec hier. War auch ganz witzig. Schaden war jetzt nicht so kacke von mir, aber ich habe halt noch nicht die Haze Corruptions und also noch lange nicht am Haze Cap. Aber es war schon ganz spaßig. Haben wir, weil wir heute ein paar neue Member aufgenommen haben und der eine ist der Tank. Dann habe ich ihm den Vortritt gelassen zum Tanken, weil er auch schon ein bisschen weiter ist. Ja, war ganz witzig. So, jetzt killen wir doch eigentlich hier diese kleinen Gruppen und den Dicken sollen wir stehen lassen, ne? Ja, auch nicht, bis der da ist. Wir brauchen noch ein bisschen was, ne? Boah, er pullt den Dicken auch mit. Ist er wahnsinnig, oder was? Brauchen wir doch gar nicht. Ich hoffe, der wird von den Kleinen hier nicht gebolstert. Aber ich denke mal, der weiß, was er tut. Ich hoffe mal, er weiß, was er tut. Und ich hoffe jetzt auch, dass keiner den Boss pullt. Naja, Heal ist voll Mana. Das heißt, sobald der down ist, wird rüber gecharged. So, Trash. Ja, müsste reichen. Die Spinne bringt ja auch noch ein bisschen was. Und die Kleinen. Boah, das ist jetzt pack. Egal, das wird reflected. Sobald der seinen Wirbel hier macht, kann ich ja sowieso abhauen. Den Rest fange ich mit dem Trinket. Das ist immer so, ne? Immer, sobald ich Avatar caste, macht er seinen High Tornado. Der Keck. Komm her, du. Pass mal wieder über mein Auge. Er hat Auge gemacht. Auf mich. So, jetzt kill ich hier mit Range. Das ist ganz gut, dass wir 2 Hunter haben. Hey. Weil ich war hier auch schon mit 3 Millis. Und in der High-Tornado-Phase macht einfach mal keiner Damage. Das schockt mich. Rupt schon kommt angerannt. Macht ja nicht auch Schaden auf andere? Nee, ne?
War gerade so ein Zufall. Das Ding ist bei mir eingeschlagen und der Hunter kriegt voll Schaden. Sah jetzt fast so aus. Was ist das? Verfolgt mich so ein blöder Hai hier? Oder? Ja, dann rüber da. So. Killen, Pillar zum Boss. Der ist jetzt da hochgekommen. Einfach so, wa? Aha. Der ist jetzt aber ohne Ad, ne? Lass mich raus. So, ich hoffe, er lässt mir die Akku. Wäre echt nett von ihm. Schön aus dem Auge rausgecharged. Hat jemand den Dicken im Target? Ja. Ah, ich habe im Kampf kein Tooltip. Kann ich nicht sehen, wie viel Trash der bringt. Wie viel Percent. Reicht das nicht zum Blink hier? Kann ich denn nicht blinken? Da ist er doch. So. Schön aufpassen auf den Geistesbrecher. Den muss ich mit dem Cooldown fangen. Da kommt er. Boah. Dunkler Furor, raus da. Das kommt man jetzt unterm Auge richtig schlecht sehen, du. Oder ich zumindest. Weil ich bin ja eh so ein bisschen sehbehindert, ne? Manchmal. Oh oh, schlechtes Gefechtkönnung. So, mach den lang. Komm, komm her. Fang hier in der Mitte an. Warte auf die Spinne. So, ein Damage. Schlagen hat Zweifel wird gekickt. Kicke. Hab ich. Wirbelscheiß weiche ich jetzt mal nicht aus. Wenn er mich damit meint, dann werde ich halt ein Stück geschubst. Ist mir auch egal. So. Jetzt geht's los. Wander nach rechts. Der hat jetzt aber ein bisschen dumm abgelegt. Kann das sein? Auge wegreflecken, den Rest mit Zähne zusammenbeißen, fangen. So. Fläche kommen. Geht nach links. Normalerweise hat man hier für den Boss drei Wege. Eins, zwei, drei auf dem Balkon. Da kann man eigentlich wunderbar rotieren. Aber ja, wenn man nur zwei nutzen kann, dann reicht das eigentlich auch. Kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie die DDs damit umgehen können und wie sie sich einig sind. Ne? Ist der Random auch immer nicht so ganz einfach, sowas abzusprechen. Aber das Addon ist so alt, dass es so langsam jeder mitgekriegt haben muss, wie man das im Normalfall macht, ne? Und der legt das jetzt zum Beispiel richtig Brain AFK hier hin. Boah. Müssen wir ein bisschen improvisieren. Hätten wir jetzt das Trash Pack gepolt. Achso, guck mal, Trash ist übrigens fertig. Sehr gut. Hätten wir jetzt das Trash Pack gepolt, wäre es schlimmer geworden. Nein, Twilight! Fliegt nicht so weit. Und again. Guck mal, ich mach 46k gerade bei diesem Boss. Single Target Damage. In meinem Arm-Spec habe ich 60 oder so gemacht. 65, 70. Ja, Leute. 17er In-Time gepusht. Hat mir wahrscheinlich ein Stück was gebracht. Auf meine Road to 3K.
Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Jetzt will ich mal eben kurz gucken. Ich habe hier gerade irgendeine Hose bekommen. Wo ist denn die? Da. Tempo, Meisterschaft, Lebensrauf. Lebensrauf mega gut. Aber statt Meisterschaft wäre mir Vitality einfach lieber. Das heißt, kann ich eigentlich nichts mit anfangen. Ne? Vitality ist einfach King. Auf Vitality und Lebensrauf. Naja, egal Leute. Ich bin raus, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, ciao.